緊張するな。Okay. Okay, das werde ich nicht schaffen. Und Ende. Ja, war mir klar, dass ich das nicht schaffe. Nee, war mir ganz klar. Spätestens als dann der Trunks im Super Saiyajin-Modus reinkam, dachte ich mir also... Ne, Tommy, ne. Nein, ist okay. Bekomme ich die Quest jetzt nicht sogar schon? Das ist wieder eine andere Quest. Ach komm, wir lassen ihn erstmal. Kleiner Junge. So. See, was können wir denn jetzt denn alles schön farmen, wenn wir wollten? Ja, wie schon gesagt, den Super Saiyan könnten wir jetzt uns farmen. Urknallattacke könnten wir uns farmen. Und Mr. Satans Kleidung. Geiler Scheiß. Crasher Vulkan kenne ich gerade gar nicht. Genio Kommando. Rückkehr des Nein, will ich gar nicht. Son Goku Perücke Super Saiyan, okay. Ah, Son Gokus Yadrat Kleidung ist auch cool. Und Roshi 1. Todesball, cool. Absorptionsangriff. Okay, aber das kann wahrscheinlich nicht ein Saiyajin lernen. Bomber DX. Samstagsklar, okay. Kleidung von Nummer 16, auch ganz cool. Todesball interessiert mich. Yadrat-Kleidung auf jeden Fall. Das Crusher-Vulkan vielleicht dann auch noch von G's. Kampfpose J, ja, dann scheint da noch irgendwas mit G's zu sein. Und die Urknallattacke auf jeden Fall. Hier interessiert mich wirklich der Super Saiyan am meisten. Na egal, lass uns mal gucken, was wir Neues kaufen können. Vielleicht können wir uns ja jetzt noch was anderes Cooles kaufen. Fällt aus dem Super Saiyan. Ist gar nicht sicher, weiß einer, wie das aussieht mit mehreren Charakteren? Kann man das jetzt machen oder nicht? Ich habe irgendwas gelesen, man kann seinen Charakter löschen und überschreiben und dann bleiben die Sachen, also die Errungenschaften wohl erhalten oder so. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas Neues. Mister Satans Perücke, oh, wie cool. Scouter Neumodell. Ich weiß nicht, was... Freezer ist moderner Scouter. Moderne Scouter, die alle Offiziere von Freezer sitzen. Super. Lila ist das Abo und Kado benutzt haben. Okay. Meister Quitte Stab ist auch was. Das Chisam Piccolos Turban. Cool. Helm des Rinderteufels. Das sind alles solche coolen Sachen. Okay, verkaufen wir erstmal das, was wir doppelt haben. So, für ein bisschen Geld. Ja, wir können echt mal reingucken, was für neue Sets sehen wir haben. Das ist doch mal... Cell könnten wir als Meister haben. Huhu. Aber erstmal nochmal... Was ist das? Son Gohan Kind hat auch noch was. Ausrüstung ändern, genau. Z-Seele. Bestimmt viel neu. Genio-Kommando. Schätze die Erde nicht. Z-Seele von Piccolo aktiviert. Der TP-Grenze, normal. Die Krieger. Wiederbelebung von K.O. Alle Werte werden leicht verbessert, okay. Gebe dir nie. Jetzt aktiviert, wenn das Key ganz aufgeladen ist. Die nochmal. Angriffskraft wird leicht erhöht. Ja, obwohl. Gesundheit ein bisschen runter. Nope, lassen wir erstmal so. Ich weiß auch nicht, wie stark das ist. Was ist die Quest? Besiege Freezer. Todesschlitzer, warum du Poporunga Pupiritaparo? Ich glaube, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Warum du? Naja. Fähigkeit laden. Geisteshieb Para-Para-Tanz. Okay, immer noch nichts cool. So. Was man jetzt unbedingt haben will.
Charles. Level 1. Für dich connected to server, ist Server, okay. Okay. Ich bin so ein bisschen müde, fällt mir gerade auf. Das ist bestimmt schon das 50. Mal, dass ich gehe und mir fällt jetzt darauf auf, ey, ich bin müde. Yakuza, so ein cooler Name. Ich habe irgendwie mal Bock, lokaler Kampf NSC, Weltkampf NSC, nicht Spielercharaktere, oder? Lokaler Kampf, okay. Warte, hier geht es um den Weltkampf, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Der Weltkampf ist ein Online-Event, den teilnehmen kannst du, wenn du mit dem Server rum bist. Bitte zeig uns deine Stärke, das Event startet. Lokales Spiel, du brauchst mindestens 2 Spieler, okay. Lokales Spiel scheint man machen können, aber nicht Spielercharakter ist das doch, oder nicht? Also es ist doch eigentlich NPCs. Muss ich trotzdem mit dem Server verbunden sein, okay. Hallo John, du bist Level 30, du wirst diese Level 80er hier niemals beeindrucken können. Aber ich weiß, dass sie Level 80er ist, sie hat das Bardock-Kostüm an. Das habe ich bisher nur bei Level 80ern gesehen, das muss irgendwelche Verbindung haben. Charles ist am Kacken hier. Kirsty, ist Level 40. Alter. Die hat immer ein komisches Gesicht. Die hat nicht mehr eine Nase. War wohl immer ein großer Krillin-Fan. Und auf Morris komme ich nie klar. Morris ist so toll. Kann überall rumstehen wegen meiner. Nämlich ein Kumpel, der heißt Morris. Und wenn er dieses Ding hier sieht, dann wird er nicht sehr erfreut sein. Morris, ich denke immer nur an dich. Mal gucken, ist das die gleiche Quest? Okay. Super Drachen. Es ist immer noch die gleiche Sache, okay. Hä? Dann, ne. Dann nicht. Momentan nicht, sorry. Was warst du jetzt nochmal? Ach, Geschenk. Das war eine Energiekapsel M. Hat der nochmal Geschenke für mich, wenn ich wieder ran rauskomme? Wir kommen bestimmt gleich nochmal an dem vorbei. Was wie ein Super Saiyajin. Super Saiyajin 2 wäre voll gut. Ich will winken. Hallo. Hallo Trunks, ich bin hier hinten. Na, ich komme zu dir, Trunks. Machen wir mal weiter. Ja, los. Zur Zeitkammer! Auf ins Zeitmobil! Humba, humba, humba. Cyborg-Bedrohung. Okay, jetzt kommen die Cyborgs. Das ist echt krass. Nehmen wir vielleicht in Trunks Zeit dann? Es kann natürlich sein, dass wir dann Trunks begleiten, dass er jetzt... Ah, das müsste jetzt eigentlich nach den... Dann ist das sozusagen Cyborg-Saga, die Story von Trunks in seiner Zeit wieder. Kranker Scheiß. Okay. Bloß dein Schwert im Kopf ist. Und da ist natürlich auch der Cell. Warum ist das Cell? Oh, Trunks verschwindet. Natürlich, wir müssen Spannung machen. Tja, wenn er nicht in der Vergangenheit stirbt. Was? Okay. Oh, Trunks weißt du, ich bin von Shenlong gewünscht worden, war nicht voll der Idiot und voll schlecht. Und mittlerweile bin ich der Einzige, der irgendwie mit Trunks mithalten kann. Voll gut. Cyborg aus der Zukunft, besiege alle Gegner. Oh, Trunks darf nicht sterben. 783. Blub. Ich will hier mit meinem Knackarsch. Alter! Ich
Ich hätte auch auf Trunks zu gehen, Alter. Ich treffe Cyborg 18 sogar relativ gut damit. Das ist ja super 17, weil das voll dumm, was ich hier mache. Also ich habe nur zu 18. Andere ist ja auch noch nicht super. Okay, ich soll mich, glaube ich, echt erstmal auf C18 konzentrieren. Okay. Und ich bin tot. Und Ende, war klar. Ne, C18 hat schon was drauf, muss ich sagen. Neuer Versuch, so. So, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Warum sollten wir das nicht hinkriegen? So. Das haben wir auch schon gesehen. Das haben wir auch schon gesehen. Das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich auch schon gesehen. Los, Leute, macht doch mal hinne. Ich weiß, ich komme jetzt an. Vielleicht ist es auch cooler, wenn ich erst C17 besiege. Danke, Trunks. Da. Unendlich Energie vorher. Die Reserven krank, Alter. Also das haben die Cyborgs. Also ich weiß nicht, ob das hier auch noch so ist. Also Cyborgs konnten in anderen Spielen nie selber Energie regenerieren. Aber haben sich halt aufgeladen mit der Zeit. Und das krasseste war immer, wenn du sowas wie Super 17 hattest, ja, diese Sachen absorbieren konnte, die auf dich geschmissen wurden. Das war scheißegal, ob das ein Finisher damals war, also ein normaler Kamehameha oder sowas, oder Keyvolleys. Der konnte den Scheiß absorbieren. So voll auf dem Kopf ist. Hallo Leute, nein. Ich vergesse das immer wieder zu klappen, Alter. Okay. Das werde ich wieder nicht schaffen. Ich mache da zu viel Story hintereinander. So, Cyborg 17, sterbt doch endlich. Nächstens einen von euch umbringen. Und Trunks ist tot. Okay, war klar. Das ist auch noch von Cyborg 17, ganz ehrlich. Ja, hier Neuversuch, los. Kriegen wir heute noch hin. Genau wie mit Nappa, Alter. Genau wie mit Nappa. Ja, kennen wir schon. Trunks verschwindet gleich. Jetzt bin ich los in die Zeit und Kartoffelsalat. Kartoffelsalat ist ein guter Salat.